Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben am Freitagabend ein Grußwort von dem Genossen der Linken Neukölln, Ferhat Kocak, gehört. Und wir haben gehört, dass er im Februar von Nazis in Südneukölln angegriffen wurde. Sie zündeten sein Auto direkt vor seinem Fenster an und er und seine Familie hatten Glück, dass er rechtzeitig wach wurde und Schlimmeres verhindern konnte. Und Ferhat sagte auf einer Kundgebung kurz nach diesem Anschlag: Ich bin nur ein Opfer rechter Gewalt von vielen. Und er sagte entschlossen: Jetzt erst recht, lasst uns denen gemeinsam zeigen, hier ist kein Platz für rechte Hetze und Rechtsextremismus. In den vergangenen 2 Jahren in Neukölln auf Antifaschistinnen und Antifaschistinnen, auf Migrantinnen und Migranten. Und es ist klar, dass diese Angriffe der Einschüchterung dienen und deutlich machen, dass sich Nazis natürlich nicht nur in Neukölln durch die Untätigkeit der Polizei, durch den Umgang des Staates mit rechter Gewalt, aber auch durch den Aufstieg der AfD in ihrer Sache bestärkt fühlen. Und der Einzug der AfD als stärkste Opposition in den Bundestag muss auch für die Linke bedeuten, jetzt erst recht klare Kante zeigen und jetzt erst recht eine starke linke Alternative aufbauen, die den Rechten den Boden entzieht. Und für uns bedeutet der Kampf gegen rechts auf der Straße in den Vierteln aktiv zu sein gegen Nazis und Rassisten und gleichzeitig das Übel an der Wurzel zu packen. Die Linke muss sich den entschlossenen Kampf gegen jede Form von Rassismus, sei es Abschiebungen, sei es Angriffe auf das Asylrecht, sei es rassistische Hetze, auf die Fahnen schreiben und darüber hinaus zu einer politischen Kraft werden, die fähig ist, die richtigen Antworten zu geben auf Wohnungsnot, auf Personalmangel, auf Prekarisierung, Armut und Hartz IV und die fähig ist, den Kampf gegen die Reichen und Superreichen in diesem Land aufzunehmen. Voraussichtlich am 20. Mai bundesweit zu einer Demonstration in Berlin gegen die Große Koalition mobilisieren. Und es ist wichtig, dass wir uns dem entgegenstellen. Und es ist zentral, dass die Linke jetzt, dass die Gewerkschaften den Widerstand gegen die Große Koalition und ihre Politik nicht den Rechten überlassen, sondern dass klar ist, diese Regierung muss von uns, von links, bekämpft werden. Die AfD hat dieses Jahr auch einen sogenannten Frauenmarsch organisiert, total ekelhaft, der zum Glück auf starke Gegenproteste gestoßen ist. Und es ist nicht das erste Mal und wird nicht das letzte Mal sein, dass Rechte versuchen, die Lage von Frauen zu instrumentalisieren, um ihre widerliche rassistische Hetze zu verbreiten. Für uns muss klar sein, diejenigen, die gegen Geflüchtete wettern, sind auch diejenigen, die Frauen am Herd sehen wollen, sind auch diejenigen, die Frauen das Recht auf Selbstbestimmung abstreiten und sind diejenigen, die für uns alle eine Gefahr stellen, als Migrantinnen und als Migranten und als Frauen. Wir lassen uns von ihnen nicht spalten in deutsche und nicht deutsche Frauen und wir setzen ihrem reaktionären Weltbild einen solidarischen Kampf aller Unterdrückten entgegen. Wie Angela Davis es sagte, ich kann mir keinen Feminismus ohne Antirassismus vorstellen. Karl Marx Geburtstag zum 200. Mal. Kathi hat es gestern erwähnt, am 31. März. Gestern war auch der 120. Todestag seiner Tochter Eleanor Marx. Und es ist ja leider oft so, dass Frauen, die eine enorme Rolle gespielt haben in der Arbeiterbewegung, eher in Vergessenheit geraten oder ihre Rolle viel zu unterbetont ist. Und ich finde, es ist auch unsere Aufgabe, an diese Frauen und an ihre Ideen und Taten zu erinnern. Die Sozialistin Eleanor Marx hat ihr Leben lang gekämpft für eine andere Gesellschaft, spielte eine wichtige Rolle, zum Beispiel in der Gründung der Zweiten Internationale 1889. Und sie war vor allem eine aktive Gewerkschafterin, hat Streikbewegungen angeführt und sie schrieb über den Kampf von Frauen als Teil der Arbeiterbewegung: Wir sind keine Frauen im Kampf gegen Männer, sondern Arbeiterinnen und Arbeiter im Kampf gegen die Ausbeuter. Die wahre Partei der Frauen, die Sozialistische Partei, hat ein grundlegendes Verständnis von den ökonomischen Ursachen der widrigen Lage von Arbeiterinnen und ruft sie dazu auf, Hand in Hand mit den Männern ihrer Klasse gegen den Feind, gegen Männer und Frauen der Kapitalistenklasse zu kämpfen.
betont, dass es im Rahmen des Kapitalismus keine volle Befreiung geben kann, sondern dass dafür die Klassengesellschaft an sich abgeschafft werden muss. Und die Frage, wie wir Sexismus erfolgreich bekämpfen können, ist heute hoch aktuell. Gerade erst wurden in Nordirland die Vergewaltiger einer Frau freigesprochen, während sie die ganze Zeit während des Prozesses wie eine Schuldige behandelt wurde, und Tausende gingen dagegen auf die Straße, gestern bis zu Zehntausende. Und Xama hat es gestern auch angesprochen, der Hashtag MeToo als Aufschrei gegen Sexismus und Vergewaltigung ist nur ein Beispiel dafür, dass Frauen mehr und mehr beginnen, sich zu wehren. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren, wie auch schon gesagt wurde, ein massives, beeindruckendes Erwachen von feministischen Kämpfen international gesehen. Dieses Jahr am 8. März gingen weltweit wieder Millionen Frauen und Männer gegen Sexismus und Unterdrückung auf die Straße. In Kurdistan spielen Frauen eine heroische Rolle im Kampf gegen das Erdogan-Regime und auch bei den Protesten und Demonstrationen gegen Donald Trump. Gesehen, die größten in der US-Geschichte standen und stehen Frauen an der vordersten Front. In Irland, in Argentinien, in Polen, in vielen anderen Ländern kämpfen Frauen für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, und in den vergangenen Monaten gab es ja auch hier in Deutschland eine größere Kampagne gegen den Paragraphen 219a, der das Informieren über Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Und jetzt ist ja mit Jens Spahn auch ein bekennender Abtreibungsgegner neuer Gesundheitsminister. Und ich hoffe, dass der und dass diese ganze Bundesregierung ganz bald die Wut von ganz, ganz vielen Frauen und auch Männern in diesem Land zu spüren bekommen, von Frauen, die laut fordern, weg mit den Paragraphen 218, 219 für das volle Recht auf Schwangerschaftsabbruch und Selbstbestimmung. Ein elementarer Bestandteil des Kampfes für Sozialismus und gegen dieses kapitalistische System. Und das bedeutet, es ist für uns eine Klassenfrage. Es ist eine Klassenfrage, wenn Frauen in prekären Jobs arbeiten müssen, schlechter bezahlt werden und zu Hause sich auch noch um Haushalt und Kinder kümmern. Es ist eine Klassenfrage, wenn es zu wenig Kita-Plätze gibt, wenn soziale Einrichtungen, wenn Frauenhäuser weggekürzt werden, wenn Personal im Krankenhaus weggekürzt wird und auch Gewalt gegen Frauen und der Widerstand dagegen ist eine soziale Frage, muss ein sozialer Kampf sein, weil es darum geht, wem nützt eigentlich in dieser Gesellschaft die systematische Unterdrückung von Frauen, wem nützt die Vermarktung von Frauenkörpern, wem nützt in dieser Gesellschaft die Spaltung in Männer und Frauen, und es nützt niemandem sonst als der herrschenden Klasse. Gemeinsamen Kampf von Männern und Frauen für ihre gemeinsamen Interessen entgegenstellen, stellen wir Rassismus und Ausgrenzung, Solidarität und den gemeinsamen Kampf unabhängig von Herkunft, Religion und Hautfarbe entgegen. Ich denke, das Wesentliche, was uns heute helfen kann im Kampf gegen Rassismus und Sexismus, ist das, was Marx und Engels festgestellt haben, nämlich, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt und dass wir Bewusstsein, Einstellungen von Menschen in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang verstehen müssen und auch in ihrer Veränderbarkeit. Das heißt, Menschen sind nicht von Natur aus dazu veranlagt, andere aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts zu diskriminieren, sondern es sind diese Verhältnisse, es sind die kapitalistischen Verhältnisse, die den Boden bereiten für all das. Und ich glaube, das ist deswegen so ein wichtiger Punkt, weil es bedeutet, das Problem an seiner sozialen Wurzel zu packen, ohne dabei den expliziten Kampf gegen Diskriminierung nach hinten zu stellen, und weil es auch in der Konsequenz bedeutet, wir kapitulieren nicht vor diesen Verhältnissen. Wir empören uns, aber wir verzweifeln nicht angesichts dessen, dass es eine Zunahme von Rassismus und Nationalismus gibt, sondern kämpfen mit der Überzeugung, dass das überwunden werden kann. Karl Marx schrieb 1870 über die Spaltung in englische und irische Arbeiterinnen im Kapitalismus. Dieser Antagonismus wird künstlich wachgehalten und gesteigert durch die Presse, die Kanzel, die Witzblätter, kurz alle den herrschenden Klassen zu Gebot stehenden Mittel. Dieser Antagonismus ist das Geheimnis der Ohnmacht der englischen Arbeiterklasse trotz ihrer Organisation. Er ist das Geheimnis der Machterhaltung der Kapitalistenklasse. Letztere ist sich dessen völlig bewusst. Das, was Marx hier feststellt, nämlich, dass die Spaltung entlang von Herkunft oder auch Geschlecht
der Machterhaltung der herrschenden Klasse dient und dass die Arbeiterklasse ohnmächtig ist, wenn sie gespalten ist, gilt heute genauso und ist auch der Grund, warum es fatal ist, wenn angeblich Linke meinen, Abstriche am Antirassismus machen zu müssen, um die AfD zu bekämpfen. Dieses System braucht die Spaltung in Deutsche und Nichtdeutsche. Dieses System hält sich unter anderem am Leben, indem es eben durch Gesetze und Lügen Feindschaft gegenüber Migranten schürt. Das bedeutet, wer meint, irgendetwas an dieser Gesellschaft zum Positiven verändern zu können durch den Verzicht auf den konsequenten Kampf gegen diese Spaltung, gegen Rassismus, hat nicht verstanden, dass wir nur dann erfolgreich sind, wenn wir eine Einheit schaffen von allen Unterdrückten. Oder Frauen zu einem gemeinsamen Kampf zu machen. Die Wurzel von Fremdenhass, Rechtspopulismus, Frauenunterdrückung und Diskriminierung ist weiterhin eine Gesellschaft, in der 42 Menschen so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Ist ein System, in dem einige wenige von Umweltzerstörung, von Kriegen, von Ausbeutung und Armut in gigantischem Ausmaß profitieren. Und es ist die Aufgabe von Sozialistinnen und Sozialisten, in der ersten Reihe zu stehen, im Kampf gegen Sexismus, an der vordersten Front zu stehen, im Kampf gegen Rassismus, genauso wie es unsere Aufgabe ist, diesen Kämpfen eine sozialistische Perspektive zu geben, mit dem Ziel, nach Marx alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Automatismus geben, dass Diskriminierung von heute auf morgen verschwindet, aber erst dann werden sozusagen zum ersten Mal die Voraussetzungen dafür gegeben sein. Denn die Voraussetzung dafür, dass wir in einer Welt leben, in der wir in keinster Weise mehr als Frauen oder Migrantinnen diskriminiert werden, ist eine Welt, in der es keine Ungleichheit mehr gibt und in der es keine gesellschaftliche, ökonomische Grundlage mehr gibt für diese Diskriminierung, weil es niemanden mehr gibt, der davon profitieren kann, Frauen schlechter zu bezahlen, weil es niemanden mehr gibt, dem es als Chef zugutekommt, wenn sich die Wut nicht auf ihn richtet, sondern auf den migrantischen Kollegen. Und der Kapitalismus beweist dagegen tagtäglich, dass er genau diese Grundlage für Diskriminierung ist. Das bedeutet, ihn zu bekämpfen, die Herrschenden in diesem Land und international zu bekämpfen, ist die Aufgabe aller wirklichen Antirassistinnen und Feministinnen. Ich komme zum Schluss. Wir hatten an diesem Wochenende viele wichtige und spannende Diskussionen darüber, wie der Kampf gegen Diskriminierung, gegen Unterdrückung und Kapitalismus weitergehen kann. Und ich hoffe, dass wir alle heute mit einem Funken mehr Entschlossenheit und Klarheit darüber nach Hause fahren, dass eine andere, eine sozialistische Gesellschaft möglich ist und dass es in unseren Händen liegt, diesem Ziel von Sozialismustagen zu Sozialismustagen einen Schritt näher zu kommen. Danke.